Ja, also, danke, danke. Aber es ist für mich jetzt ein bisschen ein schwieriger Moment. Ich habe gerade erfahren, dass ich persönlich nicht aus der geilsten Stadt Deutschlands komme. Böses Erwachen. Also, ich komme ganz woanders her. Ich muss sogar gestehen, also ich kenne Köln schon ein bisschen, aber ihr müsst jetzt ganz stark sein. Ich habe erst vor wenigen Monaten das erste Kölsch meines Lebens jemals getrunken. Ja, das war etwa schräg gegenüber hier. Vor wenigen Monaten. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich vorher in meinem Leben noch nie Kölsch getrunken. Also mein Leben verlief eigentlich sinnlos bis zu diesem Punkt. Es war ein Umherirren im Nichts. Aber ich glaube, ich sollte über was anderes sprechen heute. Bevor ich jetzt über das Kölsch abhebe und über meine erste Kölsch-Erfahrung. Erstmal, ich heiße Johannes Hartl Augsburg, verheiratet, 4 Kinder. Also eine Frau, 4 Kinder. Ja, ich sag das zur Sicherheit immer dazu, weil es gibt ja heute alle Kombinationen, ne? Keine Frau, aber 4 Kinder oder 4 Frauen, ne? Wie auch immer. Also, Johannes Hartl, und worüber ich heute eigentlich zu euch sprechen möchte, ist was total Simples. Ich habe es besonders am Herzen, zu denen von euch zu sprechen, die noch nicht jetzt die vollen Insider sind, okay? Vielleicht ist jemand von euch da irgendwo, der so ganz außen hier am Rand steht und sich fragt, was um alles in der Welt machen diese Wahnsinnigen hier? Ich versuche eigentlich eine total simple Geschichte rüberzubringen, worum es vielleicht sogar im Leben überhaupt geht. Also es ist eine einfache Geschichte, aber die total tief geht. Einfache Frage, wer hat das von euch schon mal erlebt? Du lernst jemanden kennen und der erste Eindruck ist besser als der zweite Eindruck. Okay, wer hat das schon mal erlebt? Du lernst jemanden kennen und wirkt total sympathisch, wirkt gut aussehend. Du denkst dir, wow, super. Und beim näheren Kennenlernen auf den zweiten Blick denkst du dir, doch nicht so toll. Ja? Schon mal erlebt? So, ich nenne das den Unterschied zwischen außen und innen. Jetzt, du kannst dir das innen so vorstellen, das ist es gibt so einen Kreis, das ist das in deinem Leben oder im Leben von jedem, was innen ist. Ja? Und dann gibt es das Außenrum, das ist das, was außen ist und das ist das, was jeder sieht. Das Innen sieht nicht gleich jeder. Ja? Das Außen ist, was Leute von dir wissen, wie du nach außen wirkst, wie du dich gibst, wie du dich aussiehst, wie du aussiehst, wie du, keine Ahnung, was du besitzt, das ist dein Außen. Jetzt, mit dem Innen ist es ein bisschen schwieriger, wenn du mal kurz überlegst, okay, was ist eigentlich wirklich in deinem Innen? Was ist denn in dir gerade los? Das ist ja so eine Frage, mit der wir nicht ständig rumlaufen. Du läufst ja nicht auf der Straße rum und fragst jemanden, Entschuldigung, wie sieht es denn gerade in ihrem Herzen aus oder so? Normalerweise verbringen wir unser Leben relativ beschäftigt und busy und mehr im Außen als im Innen. Oft ist es so, dass nur Momente, wenn es einmal nicht so gut geht oder Momente, wenn mal irgendwas passiert, merken wir auf einmal, wow, schon viel länger vorher hat da tief drin was nicht gestimmt, aber ich habe es nicht gemerkt, weil ich so beschäftigt war. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. So, mein erster Punkt ist, ich behaupte, dass die meisten Menschen in dieses Innen, in dieses, wie geht's mir wirklich, was ist wirklich mit mir los, ganz selten nur blicken und viel lieber im Außen sind. Also, in dem, was ich alles zu tun habe und mit meinen ganzen Freunden, die ich habe und meinen Kontakten oder wie ich wirke und wie ich aussehe, weil wir tief drin, glaube ich, manchmal gar nicht so genau wissen, was wird eigentlich passieren, wenn ich da wirklich hinschauen würde. Jetzt, wo ist das Problem? Das Problem ist, egal wie sehr du dich ablenkst, egal wie viel Action in deinem Leben passiert, egal wie viele Leute du kennst, egal wie viel du zu tun hast, früher oder später kommt ein Moment, da bist du trotzdem konfrontiert mit dem, was da ist und es ist oft gar nicht nur so schön. Und je mehr du ein Leben führst, das im Außen stattfindet, das auf das hin ist, wie es wirkt und was Action ist und was du alles tun kannst, desto gefährdeter bist du eigentlich. Jetzt sagst du, warte mal, warum gefährdet? Warum,
Dass durch gefährdet sein, was meinst du? Schau mal her, stell dir den Menschen vor, für den es irgendwie extrem wichtig ist, wie er oder sie aussieht. Okay? Jetzt, es gibt ja Gerüchte, dass das mehr bei Frauen der Fall sei, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Aber stell dir vor, es ist dir ganz wichtig, wie du aussiehst. Okay? Die total gute neue Frisur, super neue Kleidung oder wenn du eine Frau bist, super geschminkt und Make-up und alles und so. Und du hast das super tolle Auftreten. Aber jetzt kommt jemand anderer und der sieht noch bedeutend besser aus. Also gerade warst du schon dabei, dich unglaublich selbstbewusst zu fühlen. Und denkst, wow, heute bin ich echt gut rausgeputzt und so. Und dann kommt jemand anderer und du denkst, oh! Ja? Und all dein gerade frisch erobertes Selbstwertgefühl stürzt in sich zusammen. Oder stell dir den anderen Typen vor. Der Typ hat sein erstes Geld und kauft sich ein Auto und dann hat er noch mehr Geld und kauft sich ein gutes Auto und kauft sich irgendwann den 5er BMW mit verdunkelten Scheiben und so einer matten Lackierung und tiefer gelegt und tiefen Bass und fährt durch die Straßen und fühlt sich gerade richtig gut. In dem Moment überholt ihn links ein gelber Lamborghini. Und sein gesamtes Selbstwertgefühl stürzt in sich zusammen. Ich übertreibe ein bisschen, aber ihr versteht das Prinzip. Das Prinzip ist, je mehr du dein Ich, je mehr du das, wer du eigentlich bist, in dem Außen suchst, desto verletzlicher bist du. Weißt du, was interessant ist? Es gibt Leute, die sind super empfindlich auf Kritik. Hast du das mal gemerkt? Ja? Und das sind in der Regel Leute, die dann total in die Decke gehen, wenn du das kritisierst, worin ihr ganzer Selbststil, ihr ganzes Selbstwert liegt. Okay? Du sagst zu jemandem, oh, die Haare hättest vielleicht ein bisschen kürzer schneiden lassen. Was fällt dir ein? Schau dich doch erstmal selber an, du bist doch... Du, okay, ja, alles klar. Da merkst du, für jemand, für den es offensichtlich das Außen, wie er wirkt, wie er aussieht, zum Ersatz für das Eigentliche geworden. Jetzt das Problem ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung schon mal gehabt hast, aber einfach Frage, wie cool ist jemand, der cool sein will? Ja, ich habe den Versuch mal gemacht, als ich so 13, 14 war, ich war eher der schmächtige Typ in der Klasse und ich habe beschlossen, ich werde jetzt auch ganz cool. Und das Blöde ist, ganz cool sein ist total Panne, ist total peinlich. Irgendwie die Leute merken, das ist fake, okay? Ich habe mir die coolen Klamotten angekauft und wollte cool sein, aber es ging total nach hinten los. Leute merken, wenn da innen eigentlich was nicht stimmt, wenn du nur Theater spielst. Und ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, die meisten Menschen spielen ihr ganzes Leben lang Theater. Die meisten Menschen leben das ganze Leben irgendwo in außen wie in einem Film. Das Blöde ist nur, die Realität läuft ihnen relativ schnell hinten nach. Eines Tages aber, das war etwa ein Jahr später, in der Schule hat sich bei mir alles geändert. Alles. Ich bin eines Tages in die Schule gegangen und habe mich gefühlt, ganz egal was ich anhab, selbstzufrieden, eins mit der Welt, versöhnt mit allem, denn in mein Leben war Carmen getreten. Also, ja, das muss jetzt zwischen uns bleiben, aber Carmen war meine erste Freundin, okay, nicht weiter sagen, es ist schon viele Jahre her. Ich habe seither Carmen nie wieder getroffen. Carmen, solltest du, ich habe im Internet gegoogelt, ich weiß nicht, wie sie jetzt heißt, Carmen, solltest du irgendwo sagen, ja, nee, nimm nicht Kontakt auf, ich bin verheiratet mittlerweile, aber wisse, ich habe dich in guter Erinnerung. Also, ich bin in die Klasse und hier war ich. Ich war immer noch ein bisschen schmächtig und so, aber ich hatte eine Freundin. Und ich wusste, Carmen liebt mich. Die hat sich einmal sogar so ein Herz mit J für Johannes, vermute ich, auf den Unterarm gemalt. Das war mein untrügerisches Beweismittel. So. Und was ich rausgefunden habe, ist total interessant, ich habe rausgefunden, wenn du weißt, dass dich jemand liebt, weißt du ein bisschen, wer du bist. Also es ist total banal, aber dieses Ding tief drin innen war für mich an dem Tag klar. An dem Tag hatte ich keine Zweifel mehr. Ich wusste, hey, ich bin Johannes und Carmen liebt mich und ich liebe sie und die Welt ist gut. Jetzt einziges Problem ist, ein paar Monate später kam Peter in das Leben von Carmen. Ich werde jetzt das nicht weiter ausführen, sonst
werden die alten Verletzungen wieder hoch und mein Hass kommt. Nein, ich habe keinen Hass. Aber ja, schon lang vergeben. Also ich habe dann Schlagzeugspielen angefangen. So. Und damit, aus mir ist kein großer Schlagzeuger geworden, aber das mit Carmen und Peter konnte ich verdauen. Aber ich habe es irgendwie so rausgefunden und vielleicht hast du das auch rausgefunden. Einen Menschen zu lieben, kommt am nächsten diesem Ding, dass diese Frage, wer ich eigentlich bin, diese Frage, was ist in meinem Innern, beantwortet wird. Nur das Doofe ist, auch eine menschliche Beziehung, vielleicht hast du eine wunderbare Beziehung heute, vielleicht auch nicht, vielleicht bist du gerade einsam hier und Single oder hast gerade Herzschmerz, aber selbst wenn du eine wunderbare Beziehung hast, weißt du, menschliche Liebe reicht nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich bin echt glücklich verheiratet mit meiner Frau seit etlichen Jahren, aber auch die tiefste Nähe zu einem Menschen dringt nur bis zu einem bestimmten Level vor. Vielleicht hast du das sogar schon mal erlebt, dass du in einer Beziehung bist und du merkst, wow, wir sind uns gerade körperlich total nahe, wir sind sogar körperlich intim, aber innerlich, Herz zu Herz, sind wir fremd einander. Ich werde nicht fragen, wer das schon erlebt hat, aber es ist eine erschreckende Erfahrung, wenn du merkst, nur weil du einem Menschen nahe bist, heißt es noch nicht, dass du echt tief drin diesen Mangel oder dieses Loch oder dieses Fragezeichen oder dieses Vakuum gestillt hättest. Und ihr Lieben, ich habe eine schreckliche und herrliche Nachricht zugleich. Du wirst dein ganzes Leben lang tief drin in deinem Innern irgendwas haben, was nicht von alleine einfach gut ist. Was nicht von alleine einfach, wenn du lang genug nicht mehr dran denkst, kein Problem mehr ist. Da ist eine Frage im Herzen von jedem Menschen. Da ist ein Loch im Herzen von jedem Menschen. Da ist ein Vakuum im Herzen von jedem Menschen. Ich konnte es früher nicht benennen. Ja? Als ich so ein Teenie war, war ich ein bisschen so auf dieser Hippie-Welle. Es war in den 90ern, wir haben sehr schräge Klamotten getragen. Ich bin total froh, dass damals noch nicht wie heute so die digitale Welle war. Also es gibt nicht so viele Fotos von damals. Weißt du, die Jugendlichen von heute tun mir echt leid, ist alles aufgezeichnet. Du kriegst es nicht mehr gelöscht und in 20 Jahren werdet ihr alle so lachen über das, wie wir heute aussehen. Und ich auch und passt schon. Also aber jedenfalls damals, es gab wenig Fotos, wir sahen total Panne aus. Ich hatte lange Haare, aber dafür dünnes Haar und dafür haben wir es selten gewaschen. Das war der Trick. Kann ich voll empfehlen. Und weißt du, das war so, ich war so in der Clique, wo wir ziemlich früh mit allem Möglichen experimentiert haben. Ich bin nicht so tief in das Zeug rein. Ein paar von meinen Freunden sind richtig tief in Drogen und alles üble Zeug rein. Aber bei mir war es so, ich habe die ersten Sachen ein bisschen ausprobiert, ersten Partys, erste Mal voll saufen und alles. Und du kommst am nächsten Morgen heim und es war eigentlich ein paar Mal in Folge nach so einer Party oder nach irgendeiner Story mit irgendwelchen Mädchen und Zeug, dass ich noch beim Heimgehen von der Party mir gedacht habe, das kann es nicht sein, oder? Und ich wette, ganz viele von euch, auch wenn du irgendwo außen hier zuhörst und sagst irgendwie, ich weiß gar nicht, was da will, oder mit Glaube oder Gott habe ich nichts am Hut, du kennst das Gefühl. Du kennst das Gefühl, du warst im Außen auf der vollen Party und alles Mögliche und auf einmal springt dich das Nichts im Innen an. Und denkst dir, wie hohl ist das? Wie fake ist das? Wie billig ist das? Das kann doch nicht alles sein. Und ich bin heute hier, um dir zu sagen, es kann wirklich nicht alles sein. Es ist nämlich nicht alles. Aber ich bin heimgegangen von diesen Partys und habe mir gedacht, okay, cool, jetzt habe ich eine Freundin oder cool, jetzt, keine Ahnung, haben wir irgendwas gesoffen oder geraucht oder Party, ich habe Freunde. Aber tief drin war dieses Loch. Und ich spreche nicht von, ich habe nicht katastrophal schlimme Sachen gemacht und drogenabhängig und nichts dergleichen. Aber da war dieses innere Loch. Und dann war so ein Tag, das war ganz unspektakulär äußerlich. Aber das war so ähnlich wie hier. Nur mit einem Dach drüber. Und nicht in der geilsten Stadt Deutschlands. So. Und dann wurde mitgeschleppt und ich stand ganz da hinten, genau da, wo du jetzt stehst. Ja, da winkt man schnell. Genau, da stand ich. Genau da. Da stand ich. Und ich fand das alles so Panne. Ja, oder es heißt, ich fand es am Anfang okay. Am Anfang ist ja noch die Musik und du denkst, oh, lauter coole Leute. Und dann fangen die an mit ihrem Jesus und so. Und ich habe gedacht, weiß nicht, was auch immer ihr raucht, raucht weniger davon. Also ich habe gesagt, das ist total komisch. Ja, aber egal, dann war dieser Abend, und es wird es jetzt hier auch gleich geben, es war der Abend, wo es hieß, wenn du willst, dass man für dich betet, dass du den Heiligen Geist empfängst, oder ich weiß gar nicht, wie sie es gesagt haben,
dann kannst du jetzt nach vorne kommen und für dich beten lassen. Und ehrlich gesagt, ich wollte nicht nach vorne kommen und für mich beten lassen, mir war einfach nur langweilig. Weil da, wo ich mitfuhr mit dem Auto, die sind erst um 10 heimgefahren und das war um 20 nach 9, habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt rumsitze und mich langweile, gehe ich halt nach vorne. Und ich bin nach vorne getrottet, ich habe nichts erwartet. Da war so ein Typ, der sah schon so aus, ich weiß nicht, wie er hieß, aber er sah aus, als würde Heinz Rüdiger heißen. So, also gefühlt. Ja, so ein Schnurrbart und so Karohemd irgendwie und so. Ja, und Heinz Rüdiger oder wie auch immer er hieß, hat angefangen für mich zu beten und hat da also total gebetet, volle Kanne. Und ich stand da, wusste nicht, wie mir geschieht. Bei mir ist auch nichts irgendwie passiert. Ich stand einfach so da. Dann hat Heinz Rüdiger fertig gebetet, oder wie er hieß, fertig gebetet. Amen gesagt, ich danke gleichfalls und so. Oder ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich gar nichts gesagt. Ich bin weggegangen, einfach so. Und das ist total, total komisch. Ich weiß das noch. Ich bin weggegangen in dieser Halle und das war so ein Mittelgang, den man zu den Plätzen zurückgegangen ist. Und ich bin in der Mitte des Ganges am Gehen, also nicht des Ganges in Indien, sondern in der Mitte des Ganges, des Ganges, ja. Und hab auf einmal dieses Gefühl, oh, bin ich gerade verliebt, was für ein cooles Mädchen, dass ich gerade verliebt bin. Echt war das mein Gedanke und ich überlege gerade, ja, wow, ich bin echt voll verliebt. Und dann fällt mir ein, oh, einziges Problem ist, mir fällt gerade gar nicht ein, welches Mädchen das ist. Also ich fühle mich, so wie mit Carmen damals, nur noch besser und denke ich, wow, bin ich verliebt. Und dann fällt mir ein, ich hab gerade gar keine Freundin und es gibt gerade gar kein Mädchen in meinem Leben. Und dann denke ich mir, wow, warum bin ich denn so glücklich und warum schlägt mein Herz so und warum ist auf einmal alles so das tief drin, alles irgendwie total cooles, aber eigentlich noch viel mehr. Und ich schaue mich um und denke mir, hier ist einfach niemand. Und mit einem Schlag wird mir bewusst, hey, alles, was diese jungen Leute da an diesem Treffen erzählt haben, dass Gott die Liebe ist und dass es einen Heiligen Geist gibt und dass es real ist, ist einfach echt. Und weißt du, ich hab nicht versucht, mich in irgendeine religiöse Trance reinzudenken, mir wäre das alles wurscht. Ich saß auf unserem orangenfarbenen Volvo am Rücksitz und konnte mein Glück nicht fassen, weil ich Gott begegnet war. Du kannst es mir nicht ausreden, du kannst es nicht erzählen. Ich habe keine Drogen genommen und nichts. Ich habe nicht mal versucht, mich zu bekehren. Mir war einfach langweilig, ich war ein arroganter Hippie in der letzten Reihe. Und ich konnte abends nicht einschlafen vor Glück, weil ich diesem Gott und dieser Liebe begegnet war. Und schaut mal, das Nächste, was passiert ist, ist, dass ich nach Hause gekommen bin und irgendwie gemerkt habe, dass ein paar Sachen in meinem Leben nicht mehr gepasst haben. Zum Beispiel, wie ich mit Mädchen umgegangen bin, meine Kumpels und ich. Oder wie ich geredet habe, ein paar andere Sachen, oder wo ich Leute angelogen oder über Leute gelästert habe. Und schau mal, das ist im Letzten der Grund, warum wir uns nicht trauen, hinzuschauen, was wirklich da ist. Ich glaube erstens, weil wir gar nicht genau wissen, ist da echt jemand, ist da was oder ist einfach nur nichts? Ist da eine Liebe, die mich trägt? Oder bin ich da einfach nur scheiße, bin ich da einfach nur sehr einsam, sorry. Und die zweite Frage ist tief drin, wissen wir manchmal, dass wenn ich da echt hinschauen würde aufs Innen, dass da Sachen vielleicht nicht okay sind oder nicht okay waren. Das ist das Erste, was mir bewusst geworden ist, dass ich mit ein paar Sachen aufräumen musste. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir vor dem Innen davonlaufen und warum wir auch vor Gott manchmal davonlaufen, weil wir ahnen, dass da was nicht stimmt. Weißt du, es gibt eine Geschichte, die finde ich so interessant. Und zwar, da gab es einen Typen, der saß auch da hinten, da wo ihr jetzt sitzt, auf der Bank, aber noch ein Stockwerk höher. Da war nämlich eine Veranstaltung, wo Jesus war. Und der Typ wusste, okay, ich passe da nicht hin. Der war einer von einer anderen Fraktion, okay? Von denen, die nicht cool waren, die haben nicht zu der frommen Clique gehört. Es war ein Sünder, es war ein schlechter Mensch. Er hat Leute betrogen.
Und der hat nur gesagt, ich schaue mir das mal voll aus der Distanz an. So ganz cool. Letzte Reihe, hinten auf dem Baum. Und schauen wir mal so. Und dann sind all die frommen Juden gekommen und Jesus, Jesus und so, ja. Und komischerweise lässt Jesus all diese fromme Crowd stehen und geht durch die Menge zur letzten Reihe, zum hintersten Baum und sieht diesen jungen Mann, der hieß übrigens Zachäus, und sagt, du, komm runter. Und das eigentlich Unglaubliche ist, dass Jesus den überhaupt gesehen hat. Und es ist die erste und wichtigste Botschaft heute Abend an dich. Wir leben meistens im Außen, weil wir Angst haben, auf das im Innen zu schauen. Und ich sag dir heute, Jesus sieht dich. Und er sieht dein Innen. Und das Coole ist, er hat nicht in erster Linie die super Theologen in der ersten Reihe gesehen, die auch, sondern er geht zum allerletzten, zum allerhintersten. Und vielleicht bist du heute Abend auch hier. Du bist versehentlich hier reingestolpert oder sitzt außen oder sagst, ich passe da nicht rein oder mein Leben ist nicht okay. Oder du bist hier in der Crowd, aber du spürst tief drin, mein Leben ist nicht vorzeigbar, ist nicht wirklich toll. Genau so einer war der auf seinem Baum. Und genau zu dem kommt Jesus und sagt, hey, bei dir will ich heute Abend zu Gast sein. Schau mal, es gibt einen, das ist kein Mensch, das ist nicht deine coole Clique, das ist nicht dein Arbeitgeber. Es gibt einen, der wie mit einem Laser quer durch all deine Fassaden blickt, in dein Innen. Und es ist ein Blick, der so radikal echt ist, dass er schonungslos sein könnte. Aber gleichzeitig war er und ist er nicht schonungslos. Weißt du, das ist so lustig. Wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus der Freund von allen Fertigen und von allen Sündern war. Das ist so lustig. Zum Beispiel sind Prostituierte wahnsinnig gern zu Jesus gekommen. Die galten damals als der totale Abschaum in der Gesellschaft. Wir haben manchmal so ein Bild von Gott, dass wenn dein Leben nicht okay ist, dann brauchst du auch nicht kommen. Ne? Weil Gott und Kirche, das ist ja für die Braven und für die Guten. Sorry, bei Jesus kann das nicht so gewesen sein. Also stell dir vor, Prostituierte 1 sagt zu Prostituierter 2, hey, hast du gehört, da ist dieser neue galiläische Prediger in Jerusalem. Den musst du kennenlernen. Der ist sowas von straight. Der wird dir sagen, was für ein verrottetes Stück Aas du bist. Und in welcher sündhaften Verworfenheit du lebst. Und wie viele Ehen du schon zerstört hast mit deiner fertigen Masche. Du musst ihn kennenlernen. Die andere sagt, oh ja, ich komme gerne mit. Es muss was in Jesus gewesen sein, dass Leute, die komplett nicht dazugehört haben, Leute, deren Leben komplett am Ende war, die überhaupt nicht zu den Guten gehört haben, gesagt haben, bei dem sind wir sicher. Bei dem können wir unser Spielchen, unser Außen-Innen-Spielchen, unser Ich muss nach außen irgendwie wirken, einfach sein lassen und dürfen sein. Ich sag dir eine letzte Sache. Und die ist, stell dir vor, es wäre wahr. Stell dir vor, es gäbe eine Möglichkeit, dass in deinem Innen, tief drin, was echt und ganz und heil würde. Stell dir das vor. Ich sage das übrigens genauso zu den ganzen Gläubigen und Christen hier. Es gibt nämlich auch jede Menge fromme Beschäftigung und Zeug, wo wir uns ablenken und wo wir davonlaufen vor diesem wirklichen Dasein vor Gott. Ich habe übrigens einen Fachbegriff für dieses Dasein bei Gott. Fachbegriff lautet Gebet. Aber stell dir vor, es gäbe ein Mensch, es gäbe die Möglichkeit, dass du in dir drinnen beheimatet bist, geliebt bist, zu Hause bist und erfüllt bist. Weißt du, was du dadurch würdest? Unbesiegbar. Sorry, was kannst du einem Menschen antun, der sagt, ich weiß von tief drinnen, dass ich gehalten bin,
dass ich getragen bin, dass ich beheimatet bin, dass ich einen Vater habe. Was willst du gegen so jemanden tun? Da kommt jemand und sagt, du siehst aber blöd aus. Nicht so schlimm! Aber deine Meinung finde ich altmodisch. Ach ja, halb so wild. Also, sorry, was kann dir ein Mensch antun, wenn du hier tief drin weißt, dass alles okay ist? Und man kann auch weitergehen. Was kann eigentlich das Leben dir noch antun? Leute, das Leben ist ganz schön hart. Und das Leben kann ganz schön gemein sein. Ich predige dir nicht irgend so Zeug, ja, du ein bisschen beten und dann läuft alles gut im Leben. Das stimmt nämlich nicht, läuft überhaupt nicht alles gut im Leben. Sondern ich sage nur das, wenn du hier tief drin zu Hause bist, hast du einen Frieden, der größer ist als alles, was kommt. Und der Punkt ist, sowas merkt man. Leute sind nämlich nicht blöd, Leute haben Sensoren. Und jemand, der echt im Innen ist, der strahlt. Und du bist berufen in einer Welt, die zunehmend fake ist, die zunehmend einfach nur YouTube ist, die zunehmend einfach nur außen ist und noch mehr Ablenkung und Zeug. Bist du berufen, ein Mensch zu sein, der echt ist und der von innen strahlt. Und sowas, ihr Lieben, wird immer unbesiegbar sein. Leute, Lichter der Hoffnung. Du wirst nicht Lichter der Hoffnung durch eine große Klappe, indem wir der Welt sagen, was sie alles machen sollten. Und hier sollten sie mal, weißt du, wie du ein Licht bist? Naja, indem du leuchtest, indem von innen was strahlt. Das Tolle an einer Lichtquelle ist, dass sie selber Licht in sich hat. Der Sonne ist es komplett egal, ob du mit einer Taschenlampe draufhältst. Es ist ihr total egal. Sie hat ein Licht in sich. Du bist berufen, ein Licht der Hoffnung in dir zu haben. Und dann können die Leute dich heute loben und morgen können sie dich hassen. Weißt du, die Leute, die vom Lob der Menschen leben, sterben durch ihre Kritik. Das ist das Los von denen, die nur nach dem Leben, cool zu sein und im Außen. Du bist zu was viel höherem und wunderbarerem berufen, aber es beginnt in deinem Innen. Es beginnt, dass du entdeckst, was da eigentlich drin ist, dass du deine Tür zumachst und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dich sehen. Das nennt man Gebet und du kannst heute damit anfangen. Und egal, wo du heute Abend stehst, vielleicht merkst du, du bist die letzten Jahre deines Lebens davongelaufen. Du warst mehr im Außen als im Innen und du merkst, dein Leben ist hohl und schal geworden, dann komm heute zurück. Vielleicht merkst du, hey, du bist Christ, du bist gläubig, alles Mögliche, aber du bist so in der Betriebsamkeit und tief drin hast du keine echte Beziehung zu Gott. Dann komm heute zurück und sag Gott, ich will das. Und vielleicht bist du überhaupt kein Christ, du glaubst gar nicht an Gott. Oh, das ist völlig offen für dich, aber du sagst, hey, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwas Wahres dran und hey, bevor ich hier rumstehe und mich langweile, kann ich auch nach vorne kommen und für mich beten lassen. Das kann der Abend sein, der dein Leben verändert. Und vielleicht gehst du heute Abend weg und sagst, es ist mir alles zu viel, dann denk zu Hause drüber nach und wer weiß, wann der Tag kommt, an dem du dich erinnerst, wo das Nichts dich anspricht, wo das Nichts dich anspringt, wo das Innen und das Loch und das Vakuum dich anspringt, erinnere dich an meine Worte. Es gibt einen, der dort im Innen auf dich wartet und du musst keine Angst vor der Realität haben. Ich lade die Band jetzt ein, zurück auf die Bühne zu kommen und euch alle ein aufzustehen. Es wird eine verschiedene Möglichkeiten geben, auf das hier zu antworten. Es kann sein, dass du einfach der Musik zuhören möchtest und in deinem Herzen beten möchtest. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hierher nach vorne zu kommen. Lass uns versuchen, noch kurz ein bisschen hier in der Stille zu bleiben, dass die von euch, die diese Botschaft irgendwie getroffen hat oder was mit euch gemacht hat, dass die den Raum dafür haben, darauf zu antworten. Schau mal, hier vorne stehen zahlreiche und zugleich gut aussehende Menschen, die im Gegensatz zu mir mit einem gelben Lanyard, oder wie nennt man das, also mit so einem gelben Dings, Zettel, Badge, gekrönt sind, verziert sind. Und die beten gerne für dich. Und weißt du, du musst nicht mal Christ sein, du musst gar nichts wissen, ist komplett egal, du kannst nach vorne kommen, du kannst die machen lassen. Du musst auch nachher kein
musst auch nichts bezahlen oder auch keinen Fragebogen ausfüllen. Die beten einfach für dich. Und wenn du noch nie eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hast, hör mir gut zu. Du kannst eine persönliche Entscheidung für Jesus treffen. Man wird Christ nicht durch Geburt, sondern nur durch eine persönliche Entscheidung. Dann kannst du auch hier zu einem dieser Teams gehen und sagen, hey, ich würde gern ganze Sache mit Jesus machen. Und wenn du dich nicht traust, nach vorne zu kommen, kannst du auch dort am Platz, wo du bist, einfach beten. Aber wenn du dich traust, ich wünsche dir, dass du dich traust, dann mach es mit jemandem zusammen fest. Ich lade euch mal ein, wenn ihr wollt, dass wir kurz die Augen schließen. Ich mache das immer gern, dann bin ich nicht so von eurer Schönheit geblendet. Einfach, lass uns kurz die Augen schließen in diesem wunderbaren Abend. Mir hilft es, manchmal so die Hände zu öffnen. Das musst du nicht machen, das ist kein gestaltpädagogisches Spielchen. Aber manchmal ist es leichter, mit unserem Körper auszudrücken, was unser Herz meint. Herr, wir beten heute Abend. Danke, dass du mich kennst und dass du mich liebst, Herr. Danke, dass du mein Innen kennst, dass ich dir nichts vormachen muss. Danke, dass ich dir auch das Zeug bringen kann, was nicht gut ist. Vielleicht fällt dir jetzt was ein. Irgendwas in deinem Leben, was du echt verbockt hast, was nicht gut ist. Oder eine Sorge, eine problematische Beziehung, eine Not, die du hast, oder auch eine Schuld, wo du merkst, es steht zwischen dir und Gott. Hab keine Angst. Jesus kommt zu Zachäus und macht ihm keine Vorwürfe, sondern er will einfach Abendessen mit ihm. Jesus will heute Abend Gemeinschaft mit dir haben, er macht dir auch keine Vorwürfe. Er will dir nahe sein und dann darfst du selber sagen, was dich trennt von ihm. Danke, Jesus, dass du uns kennst. Wir bringen dir heute Abend unser Leben. Wenn ihr gebeten möchtet, kommt ruhig gerne jetzt nach vorne. Sagt Entschuldigung, 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 geht durch die Reihen und kommt nach vorne in die erste Reihe zu diesem Team. Es sind etwa 30 Leute, die gerne für euch beten, es sind genug für alle da. Kommt ruhig nach vorne. Und ihr anderen, lasst uns ruhig in dieser Haltung des Gebets bleiben, wenn wir jetzt in den Lobpreis oder in den Musikteil zurückgehen. Jesus, ich will dich hineinlassen in diese tiefste Herzenskammer. Und ich will aufhören, davon zu laufen. Herr, ich will lernen, ein echter Mensch zu sein, kein Fake-Mensch. Herr, lehr mich, dich im Alltag zu suchen. Lehr mich, dir im Gebet zu begegnen. Weißt du, deine Beziehung zu Gott ist das Entscheidendste deines Lebens. Gebet ist nicht alles. Aber ohne Gebet ist alles nichts. Ohne diese Beziehung zu Gott wirst du notwendigerweise im Außen rumlaufen und dich verlieren. Lade dich ein, jetzt in einen Dialog mit Gott zu gehen, während diese Musik weiterspielt. Und hier vorne sind noch ein paar Gebetsteams frei. Wenn du Gebet brauchst oder wenn du ganze Sache mit Jesus machen möchtest, komm bitte nach vorne, trau dich.